Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead. Wir spielen auf der Schwierigkeitsstufe Legend, Tag 1, es ist 23 Uhr, die Horde steht direkt bevor. Der Mr. Senfbrett ist auch wieder am Start. Moin, Leute. So, dann stellen wir jetzt hier vorne zwei Schneidwerkzeuge auf die ersten Plattformen. Mr. Senfbrett stellt das erste hin und sollte damit seine Quest fertig kriegen, schmeißt mir dann die Feilenmaschine hin, die er bekommen hat. Haben wir uns richtig gut überlegt. Und siehe da, damit kann ich dann die zweite Schneidwerkzeuge aufstellen. Simsalabim, Fallen haben wir am Start. Jetzt will die Quest natürlich wieder ein Pendel. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen Schredder. Kannst du noch einen Nagel bauen, Senfbrett? Ja, ich habe noch zwei. Sehr schön. Dann baue ich noch die sieben Stoffe bzw. Seile, die wir brauchen. Und dann kann ich das Ich habe nächste. genug Wovon hast du genug? Seile. Ach so, habe ich jetzt auch. Ich brauche jetzt nur noch die Nägel. Da sind sie. Gucken wir mal gerade. Jawohl, geht sogar. Noch eine Feilmaschine werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen, oder? Es könnte, nee, Kupfer haben wir nicht genug. Schade. Egal. So, dann baue ich jetzt hier genau auf Kante. Mal schwer zu sehen. So, auf Kante. Stück zurück. Das ist genau die Kante. Und jetzt noch. Nee, er springt immer hin und her. Das ist gemein. Dann ragt es da vorne. Nee, lässt er nicht. Dann machen wir es so. Bums. Das passt. Gut, da müssten wir jetzt eigentlich noch zwei Stück von hinstellen. Kriegen wir aber jetzt gerade nicht hin. So, dann würde ich sagen, den Teil haben wir tatsächlich abgehakt. Wie sieht es mit Forschen aus? Habe ich da noch ein bisschen was? 29 Punkte. Gucken wir mal schnell, ob ich da noch irgendwas von loswerden kann. Gemeinsam. Nur weil es Boxer braucht 100. Ist nicht so cool. Kombattant, was bringt der denn nochmal? Sprungausdauer, minus 50%. Juniorbilder, Porter. Nee, m-m. Ich denke, ich gehe dann auf ihn hier, weil die Punkte brauchen wir auf jeden Fall. Die Punkte, Worauf die Mats. So, du. könnte ich denn noch gehen? Was, wie viele Punkte hast denn du? 27. Kannst du auf Juniorbilder gehen? Relativ weit Juniorbilder. unten. Yep, Dann mach das kann mal. ich. Weil dann kriegst du nämlich beim Abreißen nachher mehr Mats zurück. Dann musst du nachher immer die Fallen abreißen, Das wenn kriege wir ich hin. auswärts welche aufstellen. So, jetzt gucken wir mal, das haben wir. Wie sieht es denn mit Aufwertungen aus? Haben wir noch Kaninchenkram? Da ist reichlich sogar. Dann nehme ich mir das mal gerade. Und Eisenstücke. Hast du noch Eisenstücke? Kleine Eisen meinst du, ne? Ja, genau. Herrlich. 50 Stück. So, dann gucke ich mal, was ich jetzt noch aufwerten kann. Munitionstasche, Hammer. Ach, guck, und da geht die Welle auch direkt los. Und das Messer ignoriert. Nee, machen wir auch. So, pass auf, dann schmeiße ich jetzt hier Kaninchenknochen und Kaninchenpelze wieder rein. Und dann wertest du alles auf, was du mit Kaninchen aufwerten kannst. Und hast du noch Gummiringe? Ja. Ja, schmeiß die auch mal in die Kiste, bitte. Die Welle hat ja begonnen, aber es ist noch nichts da. Können wir uns noch einen kleinen Moment gedulden? Gummiringe, da sind sie, sehr schön. Dann gehe ich nämlich hier noch mal ein bisschen Klebeband bauen. Du noch die Kaninchenknochen oder wo sind die? Ach Mist, ich habe aus Versehen Kaninchenknochen mitgenommen. Ich wollte die Fuchsknochen haben. So ist besser. So, und dann werde ich jetzt meinen Speer einmal aufwerten. Ach, da fehlt jetzt Klebeband, aber wir haben nicht so viel Gummi. Ich kann Nee. nur meinen Baseballschläger aufbessern. Ja. Mit Hammer und so. Ja, genau. Baseballschläger, dann die Taschen, die drei, solltest du auch aufbessern. Und kannst alles aufbessern, was aufzubessern geht mit den Materialien, die du hast. Baseballschläger, also Waffen und Taschen haben immer Vorrang und natürlich die Werkzeuge, aber die hast du ja schon hoch genug. So, Yep. und da ist Incoming, wir kriegen Gesellschaft. Von wo kommen sie So, ist diesmal? jetzt alles gelevelt? Jawohl, jetzt kommen sie von rechts, die Jungs. Dann wollen wir mal gucken, wie gut das funktioniert hier mit den Pfeilen. Bin echt gespannt.
Oh, das sieht aber ganz gut aus. Wir kommen gar nicht so weit. Das Einzige, was ich natürlich nicht zu Ende gedacht habe, wie laden wir das da hinten nach? Der Folter springt. Will ich mal schnell was checken. Können wir hier eine Treppe dran setzen? So? Schräg? So nicht. So, aber. Eins. Dann. Ist ja gerade Ruhe im Karton, wa? Seil und Holz. Da haben wir bestimmt auch noch was. Was ist denn da los? Brauch ich mal zu looten. Mach das mal. Holz. Hast du noch Seile? Ja, hab ich. Ja, schmeiß gleich mal eine Kiste, bitte. Gut, also das vorne scheint tatsächlich jetzt relativ gut zu halten. Das finde ich toll. So, dann brauchen wir Wall-Säule. Hier echt einmal runterwerfen. Nicht cool. Warum geht denn das nicht? So wie ich mir das vorstelle. Säule. Ihr seid nur ein bisschen verwirrt, Jungs, oder? Habe ich da jetzt irgendwie einen falschen Eindruck? So machen wir das. Kann ich die Säulen nicht einfach auf den Boden stellen? Doch, musst du nur tiefer setzen, alles klar. Nee, das ist mein Spiel. Die kommen? Nee, kommen nicht mehr. Alles gut. Nee, das ist doch Kuchen, was ich gehabt. Ich muss mir meine Würfel wieder ausschnappen. Aber Abschusswelle haben wir noch nicht, oder? Nee, ich glaub noch nicht. Ich hab noch nicht da. Funktioniert. Ach, das ist doch doof hier mit diesen blöden Pfosten. Und das Gauen, ne? Ja, ich weiß, ich merke das schon. Echt jetzt? Kurz vor Schluss habt ihr das abgebrochen? Das ist mies. Dann machen wir es von hier, wenn wir drankommen. Nee, komm mal nicht. Jetzt. Jungs, lasst mich in Ruhe. Ich will diesen einen Bocken hier abbauen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nee, das wird nichts. Komm, wir gucken einfach weiter zu. Und gut ist. Ich habe alles mal reloaded, weil die erste war schon leer. Sehr gut. Jetzt kommt auch irgendwie auf die Abschlusswelle. Nee, noch nicht. Das sieht noch ganz brauchbar aus dahin. So, mal schnell ein bisschen was zu Wir essen haben, reinfallen. Glaube ich, ein Wildschwein in der Pfanne. Nee, ist ein Reh. Auch gut. Oh, jetzt kommen die ersten in die richtige Fallenmaschinerie hier rein. Ja, aber Abschlusswelle ist das noch nicht. Ach, jetzt habe ich gedacht, jetzt baust du hier mal fix irgendwas Cooles hin, aber ich krieg's gerade nicht auf die Kette hier. Wobei doch, warte, ich weiß, wie ich es auf die Kette kriege. So. Und so müsste es dann gehen. Och Mensch. Das könnte jetzt die Abschusswelle tatsächlich sein hier. Wobei, nee, das ist immer noch zu wenig. Cool, versuchen wir es noch ein letztes Mal. So ist perfekt. Und da müsste ich jetzt noch eine Treppe draufsetzen können. Das jetzt ist kommt die Abschlusswelle. Ja, ich sag ja, das merkst du schon, Mandy. Ach, das ist doch Käse hier. Das habe ich in der Challenge-Staffel auch schon gehabt. Die Dinger musst du echt von der Seite platzieren, sonst hast du keine Chance.
Ja, dann runterhüpfen. Oh Mann, sind das viele. Und ich kann da ganz genüsslich stehen und meine Treppe aufstellen. Herrlich. Hops. Ja, das hat ja schon mal super nicht funktioniert hier. Ja, das muss ich nochmal umbauen. Das hat hier keinen Wert. Die Pfeilen vorne machen nichts mehr. Joa, da ist aber schon gut was los. Haben sie dich jetzt gekillt? Ach, ich weiß nicht. Ich hab da so ein bisschen den Eindruck. Ich bin jetzt auch das erste Mal gestorben. Aber ich habe eine Falle nachgeladen. Ja, eine habe ich auch nachgeladen. Ach, ich habe da gar keine Macht. Das ist gerade mein Problem, weil ich komme nicht an meine Gefahr. Ich gleich schon. So, jetzt. Schnell das Inventar aufheben und dann schnell nachladen. Ach Mensch, Jungs. Och Mensch, Jungs. Das ist ja richtig krass heute. Was ich hier am Randalieren bin. So, aber ich glaube, jetzt haben wir's. Ja, sieht gut aus. Wir haben überlebt. Also, wir leben wieder. Wie auch immer. Ja. Es ist gut. Es hätte viel schlimmer kommen können. So, jetzt stelle ich aber diese Treppe auf, die ich ja schon im Prinzip die ganze Folge versuche aufzustellen. Das muss ich jetzt für mein eigenes Ego tun. Jetzt hat sie auch vernünftig gesnappt. Und jetzt reiße ich dieses Fundament hier wieder ab. Ja, fallentechnisch kaputt gegangen ist nichts. Ein bisschen was looten konnten wir. War recht schön. Wir sind beide gestorben. Einmal. Oder zweimal. Einmal. Einmal. Ja, guck. Dann haben wir das doch auch schon mal gut hingekriegt. Das funktioniert nicht. Kann ich hier vielleicht eine Brücke dran? Irgendwo. Gar nicht mal gucken. Brauchst du für die große Falle auch einen Samen? Bitte? Du brauchst für die große Falle auch einen Samen. Ja, richtig. Einen Samen und einen ein von diesen Fleischdinger. Ach, das ist ja Käse. Das heißt, da müssen jetzt nochmal zwei Säulen dran, oder was? Jo. Versuchen wir das noch. Dass wir hier eine vernünftige Konstruktion haben, um nach oben zu kommen. Ich bin echt gespannt, ob das irgendwann mal gelingt. Ich gebe mir echt Mühe. Wall, Säule. Müssen wir jetzt eine doppelte hinballern. Eins. Zwei. So, und jetzt müssten wir in der Lage sein, da oben noch eine Brücke drauf zu... Oder am Boden. Eins von beiden. Wobei mir die Brücke tatsächlich lieber wäre. Doch, da ging sie gerade. Wahrscheinlich von unten mal. Was fehlt denn da? Zwei Bretter. Die hole ich mir mal schnell, dann haben wir das schon mal vom Tisch. Aber dann kriegen wir das noch hin hier. So, als Abschluss der Folge. Komm schon. Gib mir eine Brücke. So rum sie muss. Da hat es kurz geklickt. Das ist echt mies, dass er mich hier nicht lässt. Keine Kante. Ne, wir müssen noch ein Fundament bauen. Und zwar so.
Und dann muss ich nochmal da hochhüpfen und das von dem Fundament aus machen. Und dann sollte es aber funktionieren. So, jetzt drückt mir die Daumen, dass das klappt. Er macht es auch von hier nicht. Och, das ist so mies. Dann versuchen wir es so. So geht's. Dann müsste ich eigentlich da noch einen dran snappen. Oder, noch besser, versuchen hier die Mitte. Das geht. So, das gucken wir uns jetzt oben nochmal einmal an. Und dann erlöse ich euch aber. Aber das musste ich jetzt echt noch fertig kriegen. Das war schon fast peinlich. Wir versuchen es gleich nochmal. So, jetzt aber. Hoch, Boden, Brücke. Ja, das ist perfekt. So sollte es gehen. Gut, das heißt, wir können diese Pfeilen jetzt schon mal von oben nachladen. Das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Hier müsste noch irgendwie ein Boden oder sowas rein. Gucken, ob wir das hinkriegen. Jawohl. So, dann haben wir hier den Mittelgang auch erledigt. Dann können wir hier alle Pfeilen schön nachladen. Hier kommt noch ein Kompressor hin, wenn wir irgendwann die Mats dafür übrig haben. Und ansonsten passt es. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Tschüss. Bis morgen.